Ja, wir wollen jetzt von dieser Verteilungsfunktion, also das a haben wir jetzt gerechnet als 0,1, wollen wir den Erwartungswert rechnen. Und wir erinnern uns, also das ist die Dichte der Verteilungsfunktion. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung selber habe ich nicht aufgeschrieben. Ich habe hier nur den Graphen stehen lassen. Und wir erinnern uns, dass der Erwartungswert das Integral von minus unendlich bis unendlich über x mal f von x dx ist. Ja, das heißt, für den Erwartungswert ist es eben wichtig, wo die Verteilung ist, ob die ein bisschen nach da verschoben wurde oder so, das ist schon nicht unwichtig. So, und deshalb, das rechne ich jetzt aus. Also in unserem Falle ist das, jetzt muss ich wieder mit Farben arbeiten, wieder, also zunächst mal der grüne Teil. Der grüne Teil ist das Integral von 0 bis 1 und dann steht hier 0,5 und dann kommt dieses mal x. Also ich schreibe das mal x jetzt bewusst in weiß, dass Sie sehen, das kommt hier vom Erwartungswert, nicht von der Dichtefunktion dx. Und dann kommt der zweite Teil, das ist der da, plus Integral von 1 bis 6. Von 1 bis 6 über diese Dichte, also 0,1 ist die Dichte, und dann mal x, hops, mal x dx. Also aus diesen beiden Teilen besteht das. Und das müssen Sie quasi einfach addieren und dann sind Sie fertig. So, und jetzt rechnen wir das mal aus. Das heißt, jetzt brauchen wir eine Stammfunktion von 0,5x. Wie lautet eine Stammfunktion von 0,5x? X-Stammfunktion ist x² halbe. Und die 0,5, die bleibt dann davor. Also ist das 0,5 mal x² halbe an den Grenzen 0 bis 1. Das ist der Anteil von diesem Teil der Verteilungsfunktion. Und jetzt brauchen wir eine Stammfunktion von 0,1x. Nun, die ist wieder 0,1 mal x² halbe. Und hier an den Grenzen 1 bis 6. Und das können wir jetzt ausrechnen. Das heißt, wenn ich hier die 0 einsetze, kommt 0 raus. Wenn ich die 1, aber zuerst soll ich die 1 einsetzen. 1 zum Quadrat halbe mal 0,5. Das ist also 1 Viertel minus 0. Das kommt vom Grünen. Und dann plus, dann müssen Sie hier die 6 einsetzen. 6 zum Quadrat ist 36. 0,1 mal 36 halbe, das ist 18, minus 0,1 mal 1/2. Also das kommt dann von hier, vielleicht mache ich da das zum Quadrat noch schon hin, dass man sieht, woher es kommt. Hier hätte ich auch 6 Quadrat halbe schreiben können. Und jetzt rechnen wir das aus, das gibt also 1 Viertel von hier, dann hier 0,1 mal 18 ist, vielleicht schreibe ich das 1 Viertel als 0,25 plus 1,8 minus 1,5 mal 0,1 ist 0,05. So, und dann erhalte ich 0,25 minus 0,05 ist 0,2 plus 1,8 ist 2. Das heißt, hiervon ist der Erwartungswert vermutlich 2, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Gibt es da Fragen dazu? Und ja.